meine Lieben. Herzlich willkommen bei Holzton TV. Hier ist euer Opa Mario, der alte Sack. Und ich begrüße euch wie immer recht herzlich und wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Holzton TV. Hier ist euer Opa Mario, der alte Sack. Und ich begrüße euch recht herzlich im Hyjal. Ihr seht, wir sind Level 77 gerade geworden. Wir haben 1683 Punkte zum nächsten Level. Ja, wir sind gerade Level 77 geworden. Aber das war nicht der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt war, dass wir unseren Berufeskill gerade erst im Scholasar-Becken auf 450 bekommen haben. Weil vorher hätte es sich ja gar nicht gelohnt, hier herzukommen. Wir sind hier, um die Berufe weiter zu skillen. Bergbau und Kirschnerei. Ne, weil wer mich kennt, der weiß, ich habe meine Berufe, sowieso wie bei Alchemie ja dann da auch. Ich habe meine Berufe immer gerne so schnell wie möglich auf maximal Skill. Ausschlaggebend, dass ich diesmal aufnehme, ist die Tatsache, dass ich ja, ich habe das vorher schon mal gemacht, mit dem letzten, mit Geralt da, habe ich das gemacht. Und das war sehr interessant. Aber da muss ich sagen, die war schon groß, die war schon Level 78. Aber die wurde angemacht im Schattenhochland mit Level 78, wie man schon, ne? So ungefähr wie warum ich denn mit meinem Level, also Level 78, im Schattenhochland Erze weghaue. Weil ich muss dazu sagen, ich hatte gerade den 525er Skill, Maximalskill gerade erreicht, war beim Hacken meines ersten Pyrits, als mir dieser Kollege im Nacken gelandet ist. Und dann auch noch angefangen zu hacken, obwohl ich schon lange dabei war. Also er hätte auch gerne das Pyrit gehabt. Ich hätte es mir auch gerne gegönnt, aber ich war nun mal schon beim Hacken. Und wo oder warum sollte ich denn bremsen? Ja, und wie gesagt, er hat dann gesagt, warum ich denn mit meinem niedrigen Level im Schattenhochland da überhaupt Erze abbaue. Weil ich ja viel zu klein bin. Und ich habe einfach nur geschrieben, weil der Skill ausreichend ist. Aber was willst du sonst weiter schreiben? Auf so eine blöde Frage. Ja. Warum soll ich denn da rumhacken? Weil ich Langeweile habe oder was? Warum hackt er denn da? Doch oft nur, weil er. Ne? So. Welches Level du selber hast, ist doch piep egal. Bloß man möchte doch, wenn man in ein Gebiet kommt und Möglichkeiten für seinen Beruf sieht, dann möchte man seinen Beruf ja auch ausüben können, ohne noch zu überlegen, ach, hätte ich doch mal schon vorher gespielt. Nö, ich habe das lieber. So, Übersichtskarte an. Also ich habe das immer lieber bei Zeiten schon fertig. Und kann mich dann aufs Questen konzentrieren. Oh. Mal sehen, wie es aussieht. Der ist ja nur. Weißt du, der will uns nichts Gutes, ne? Kann ich noch nicht hören. Der ist Level 80. Gut, wir sind 77. Ist natürlich ein bisschen happig, ne? Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, dass es reicht. Nicht genug Energie. Ach, hör doch auf mit scheiß Energie, Mann. Ah. Ich habe nicht genug Energie. Ich auch nicht. Ha? Boah, ich bin so. Ach so, ich dachte schon, der Hirsch, der ist auch noch wegen mir umgefallen. Das habe ich aber drüben nicht gekriegt. Das wäre ein bisschen. Huch. Ja.
Also Energie, also greife ich Nesma. Nesma greife ich mit dem Bären an. Denn ist klar, die sind ja erstmal mindestens 3 Level über uns. Und das ist nicht ohne. Also leichtsinnig braucht man nicht werden. Ich wollte nur mal sehen, überhaupt mal. Wenn wir Sturm werden, werden wir Sturm. Das ist auch BBA. So, das zum Beispiel. Das in der Höhle drinne, da gehe ich jetzt nicht rein. Weil das wäre ja Quatsch. Nee, sowas machen wir nicht. Wir machen also. Ne? Da haben wir ja nichts gekonnt. Ja. So, dann gehen wir mal hier weiter. Mal sehen, wie es aussieht mit dem Kirschner. Nur erstmal überhaupt, damit wir gucken können. Weil um Kirschner zu können, müssen wir ja nur mal Gegner plätten. Ah, da sind sie doch. So. Also die müssen wir plätten. Weil wir brauchen das ja für Kirschnerei. Wenn wir da mit einer Pilz von Sängen oder was. Punkte. EPs gibt es auch. Aber noch keine Skillpunkte. Warum nicht? Na, egal. Egal. Schauen wir mal. Oh, das ist natürlich immer. Das ist mit einem Grund, warum ich habe mit allen 8 Charakteren habe ich Kirschnerei. Und Bergbau dazu. Aber nur bei 6, weil 2 davon haben Berufe. Der eine sammelt Blümchen. Der ist erfolgreich durch Bücken beim Pflücken. Und die andere ist Alchi. Und die ergänzen sich alle beide. Man hätte natürlich beide Berufe an einem Schar machen können, aber dann wäre der eine Schar ohne Sammelmöglichkeit unterwegs gewesen. Ne? So hielt ich auch mal, hier liegt ja auch mal viel rum. Sonst. Er hat er nun selber oder hat er nicht? Der hatte nicht geplündert, ne? Guck mal hier, was hier rum liegt. Ah, danke schön. Sehen, ob wir mal Skillpunkt kriegen oder ich weiß ja nicht, wann es einen gibt. Ich muss näher ran. Ja, wie soll ich dich heilen, wenn du weg? Ich wollte dich Vincent als Dankeschön heilen. Dafür das. Ne? Wie gesagt, ich finde das schade, wenn dieses Leder hätte hier liegen bleiben müssen. So, also wie gesagt, so machen wir das. Ist natürlich schade, dass noch kein Punkt, aber ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie es funktioniert, ne? Und dass es funktioniert. Gucken wir mal noch, ob wir noch einen Erz flopfen können. Weil unnötig in die Länge ziehen wollen wir es ja auch nicht. Nur eben, dass die Möglichkeit besteht. Und genauso geht das auch selbst getestet. Auch im Schattenhochland mit diesem Level. Man muss natürlich aufpassen, dass man keine Aggro zieht. Ja, aber ansonsten kein Problem. Lisa, warum soll man seinen Beruf nicht ausüben, wenn man es kann? Ja, hier liegen öfter mal die Kernhunde ungehäutet rum. So zum Beispiel. Mal sehen, kann man den? Ja.
Ja, gefundenes Leer. Ich meine, reich wird man damit nicht mehr. Was reicht nicht auf diesem Server? Dazu ist er zu überlaufen. Und die Preise alle im Keller. Aber es geht ja ums Prinzip. Punkte gibt es ja auch noch. Entdeckungspunkte. So, das ist. Nee, das ist blöd. Weil wenn ich dahin gehe, dann kommen sie beide. Und das verkrafte ich nicht. Das wird zu viel. Also das tue ich mir dann auch nicht an. Ja, da muss man ja. Was ich vorhin am Anfang erwähnt hätte, das Pyrit, ich hätte es ihm ja auch gelassen, wenn er zuerst da gewesen wäre. Aber ich war ja schon beim Hacken. Ne? So, schnell weg. Okay. Und im Rückkehr. Aber irgendwann wird das losgehen. Vielleicht muss WoW erstmal merken, dass ein Verrückter hier in so einem höher leveligen Gebiet rumrutscht. Was sind wir hier? Was ist das? Bist du Pass? Nee, das ist nicht der. Wo ist denn Setrias Dingsbums? Ah, da. In ganz falsche Ecke. Und da liegt doch mal viel. Da liegt doch viel Leder rum. Setrias Nest, die Richtung. Also hier. Hier auf der Map gesehen. Ja. Aber da ist ja auch immer noch viel Betrieb und da muss man auch vorsichtig sein. Aber ich habe ja nicht gesagt, dass es einfach wird, oder? Na, guck da. Wahrscheinlich könnte ja sein, dass er die auch haben will. Und ich, mir bringt es nicht nichts, weil ich werde angegriffen und ich werde nicht das Hacken jetzt in der Zeit, wo er da kämpft. Wahrscheinlich will er doch selber hatten, oder? Siehst du, da haben wir alles richtig gemacht. So sehe ich das. Ja. Und machen wir uns nichts vor. Es gibt genug, die hätten diese Situation eben ausgenutzt. Wie ein paar Klümpchen Erz hätten die sich ihren Charakter versaut. Wozu? Es gibt genug Erz. Erstens ist es ein Spiel und zweitens gibt es genug Erz. So, und jetzt sind wir gleich am Nest. Ne, ich bin abgebogen. Wo muss ich denn hin? Hier muss irgendwo, hier ist der Tunnel irgendwo. Da. Einmal zu früh abgebogen. Ja. Wie schön der Balken wächst. Wir haben schon 8% jetzt. Und vorhin hatten wir noch gar nichts. Das hat noch nicht mal so richtig gezählt für das Level, was wir am Anfang hatten. Nur durch Herze klopfen. Achso, und mich hat auch schon mal einer angeschrieben, ob ich ein Bot bin. Weil ist ja schön, dass ist ja nett, dass er mich anschreibt. Weil er gesehen hatte, dass ich gekirschnert habe und kurz danach Erze geklopft habe. Der könnte sich gar nicht vorstellen, dass man so ein Sammelfetischist ist und sich zwei Sammelberufe aussucht. Aber ich hab ihn dann beruhigt und habe gesagt, nee, ich bin kein Bot. Hey, Kind. Ich noch nicht. Kann ich noch nicht. Mach mal keinen Scheiß. Der will uns nichts Gutes. Ist noch nicht bereit. Aber jetzt
So. Ach nö. Ich meine, ist ja schön, aber eigentlich wollte ich ja packen. Das muss ich. Oh, das ist 81 jetzt schon. Das kriege ich doch nicht hin. Jetzt schreibe ich das doch. Ich brauche ein Nicht Ziel. schnell durchwerden, oder? So, aber jetzt. Deshalb bin ich hier. Hauptsächlich gewesen. Oh, da liegt. Huch. Mir aber erschrocken. Bewegt sich noch. Ich hab den da liegen sehen. Und wusste, dass der ja eigentlich tot ist, aber auf einmal bewegt sich was. So, ich würde sagen, ich mache da erstmal einen Break. Das Prinzip habt ihr jetzt mitgekriegt. Dankeschön fürs dabei sein. Bleibt schön gesund. Wünsche euch natürlich auch mal viel Spaß. Ich habe auf jeden Fall welchen. Langweilig wird es mir nie. Bis zum nächsten Video. Mit besten Wünschen. Euer Opa Mario, der alte Sack von Holzton TV. Und Abos, ne, Likes und so, aber das brauche ich ja nicht immer sagen, ne? Ihr seid schon groß. Ciao.